So. Und damit ein letztes Mal herzlich willkommen zu den PS Plus Spielen für den Monat August. Und zwar mit meinem persönlichen Highlight diesen Monat. Paragon 3 für die PSP, beziehungsweise PS Vita, beziehungsweise vielleicht auch nicht auch, worauf ich jetzt gerade aufspiele. Ich habe noch nie gespielt, aber die ersten zwei Teile auf der PSP damals schon, also die haben mir wirklich sehr geil gefallen. Also ich fand es damals schon richtig cool. Ich hoffe, das ist so eine Art Rhythmusspiel, ne? Ich leg das mal los, bevor ich das ewig rumlabere wieder. Das Rhythmusspiel, sehr abgefahrenes Rhythmusspiel, sehr stylisches Rhythmusspiel aus irgendwie, bisschen noch, wie sagt man, Strategiespiele mit dabei, ne, glaub ich, so ein bisschen. Aber ist auch schon ewig her, ich weiß gar nicht, wann kamen die ersten zwei Teile raus? Boah, das ist bestimmt schon 8 Jahre her oder so. Und, aber ich finde es sehr geil, freue mich mega drauf. Bin mal sehr gespannt. Und für ein PSP-Spiel sieht halt echt auch cool aus, einfach nur, ja. Das ist wie PSP, nicht PS Vita, ne? Ich spiele hier gerade auf dem recht großen Fernseher und daher, und das sieht immer noch cool aus. Wirklich. Wahnsinn. Heldenschwur, die Patapons brauchen Hilfe. Ich nehme die Gestalt eines Helden an, um sie zu ihrer wahren Bestimmung zu führen. Wie von alters her schwinge ich meine heiligen Trommeln, setze sie nur zum Guten ein und helfe den Patapons, diese bedrohte Welt zu retten. Was auch immer die Herausforderungen, was auch immer die Gefahren, ich werde Verbündete des Parallelwelten herbeirufen und den Kampf niemals aufgeben, das schwöre ich. Das ist mein Schwur, den ich jetzt unterschreibe. Okay. Name und andere Daten von Paderborn 2 importieren. Welche anderen Daten importiert werden, ist geheim. Habe ich da welche? Ich glaube nicht. Zum auf ja, aber wie man sieht. Keine Daten vorhanden. Nennen ja wenn auf der PSP und nicht auf dem PS. Das ist ein TV. Shazam, du bist also gekommen. Du bist dieser Patapon-Gott, stimmt's? Wie war das noch? Ich weiß deinen Namen nicht mehr. Muss ich jetzt einen Namen eingeben? Vermutlich. Ja, Tatsache. Was Schönes. So. Seven Shazam? Ja genau, richtig mein Name. Von der Wahrheit weiß ich nichts, aber vom Schicksal werde ich sprechen. Deine Ankunft sollte, das Schicksal der Welt hängt von einem Helden ab, den nur du wiederbeleben kannst. Und jetzt hast du die Wahl, o Geist, hilf diesem Helden zu wachsen, leih uns deine Stärke. Na gut, was ich jetzt hier aussuche, Farbe, ey, wo ist Team Rot? Ich bin Team Rot für die Schauerei. Ist das Vogel? Axt oder Harpune oder whatever, und ein Schwert? Ich nehme mal Green Arrow hier. Ich bin der Bogenheld, Yumi Yacha. Ich helfe unseren Gruppen und feuere Pfeile, bis meine Fingerspitzen bluten. Muss ich einen auch mal durchschauen? Ich habe wenig Ausdauer, aber unterstütze euch.
Keiner entkommt meinen Pfeilregen. Löst du den Bogen als dein Schicksal an? Nein! Schauen wir uns mal die anderen an, oder? Ich bin der Schildheld, Katarazzai. Für das Leben meiner Kameraden gebe ich mein eigenes. Ich bin unauffällig. Experten mögen mich aber, denn ich verteidige die Front. Nimmst du mir das Schild als Schicksal an? Nein! Aber was das noch ist? Ich bin der Speerheld, der Rieder. Für größeren Schaden muss man Risiken eingehen. Ja, ich liebe Speere und Schaden. Das war's. Aber ich bin leicht zu verwenden. Akzeptierst du meinen Speer als dein Schicksal? Leicht zu verwenden? Nee, damit, nein, damit, nein. Schau mal, ich bin Bogen, oder? Wenig Ausdauer, aber... Nehmen wir mal Green Arrow hier. Mist, gab's da nicht irgendeine Option? Ah, eine gute Wahl. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Shazam. Du und der Held, ihr seid jetzt eins. Eine Seele mit einem Namen. Gemeinsam sollt ihr Sevent heißen. Toll, was soll denn der Scheiß? Wo ist der Rest schon beim Name? Hallo? Heiße ich Sevent? Schweinerei. Sevent ist nicht mein Name. Nein. Nochmal eingebe. So, dann machen wir halt eben hier die Kurzform. Bevor ich hier Sevent heiße. Ah, ist dir diesen Namen recht? Na gut. Nun, die letzte Frage. Wolltest du je einmalig sein? Scheiße. Also gut, nimm dies und hauche der Seele des Helden Leben ein. Na gut. Kein Problem. Also es ist boom, 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 boom. Warum ist blau rechts? Ich bin verwirrt, dass es so hier nicht farblich gekennzeichnet ist. Pon ist die Trommel der Tapferkeit. Drücke die Kreistaste, um Pon im Rhythmus der Erde erschallen zu lassen. Trommel im Rhythmus. Die Ränder des Bildschirms blinken weiß im Rhythmus der Erde. Drücke die Tasten zu diesem Rhythmus und werde zum Anführer der Paderborns. Trommel den Rhythmus, spüre den Groove. Beliebige Tastendrückung. Seven Set erscheint vor uns. So, kalter Regen. Die Legende erstand wieder auf. Und alle waren erstarrt. Es bleibt nur eine Hoffnung. Shazam! Huhu! Was läuft da raus, Münze? Danke für die Rettung. Ist ein Stern mit Bart? Die Zeit ist reif. Einscharniere, was? Du schworst den Eid. Im Namen des legendären Helden. Drücke mir mal die Kreistaste für Pon, schlage im Rhythmus. Mein Held, wo bin ich? Bin ich am Leben? Oh, Seven Set. Ich bin der silberne Hoshipon, Bringer der Wahrheit. Was ist denn nur passiert? Sieh, deine Brüder sind versteinert. Das Siegel des verbotenen Gefäßes wurde geöffnet. Großes Unheil droht unserem Land.
Du bist hier durch einen Schwur, wiedergeboren als die Essenz von Seven Set. Sehr gut. Ich verstehe das nicht. Wer bin ich? Na, na, hörst du das? Die Trommel der bla bla bla, whatever. Ah, was zum Gitter, Allmächtiger, komm schnell. Hatterporn wird sonst verschluckt. Hatterporn wird verschluckt. Gebunden durch den Schwur. Whatever. Wow, wow, wow. Voller Rhythmus. Hervorragend, kurz. Nach Erden, denn wir das. Oh. Hey. Okay, wir sind weit genug gekommen. Oh, 7-7, bitte nimm diese Trommel an. Okay. Wie gesagt, sieht jetzt erstmal ein bisschen verwirrend aus. Ich war gerade auch ein bisschen verwirrt, was ich machen musste. Ich musste jetzt in dem Fall nur Kreis drücken. Und es wird halt immer kompliziert natürlich, wie immer halt. Geschafft, Alter. Schaut wieder zu. Easy. 4-Schlag-Kommandos. Jedes Kommando besteht aus 4 Schlägen oder einem Takt aus 4 Schlägen. Pata 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 pon ist ein Takt. Armee marschiert beim nächsten Takt. Gib ein Kommando, warte auf die Aktion, dann gib das nächste Kommando. Geräte vom silbernen Hoshipon erreichen die Truppen von Seven Setters höhlenartige Einstiege-Versteck.
What? Das Höhlen. Ob das hier nicht lange genug gelesen ist. Einstiege? Ach, einstige Versteck. Nicht Dödel. Einstiege versteckt. Was ein Einstieg hat. Als einstige Versteck natürlich. Was zum. Ist das eine Höhle? Die Höhle diente als Versteck der vier großen Helden aus vergangenen Zeiten. Versteck? Hm? Das ist eure Basis. In der könnt ihr Stärke sammeln. Was? In der ihr Stärke sammeln könnt. Oh Mann. Wow. Unser eigenes Versteck. O7Z. Schauen wir mal rein. Genial. Los geht's. Lee, was ist das? Lee. Unglaublich. Wie riesig. Hier ist der Hauptobelisk. Hey, wo geht ihr hin? Sorry, ich konnte mich nicht zurückhalten. Damit gelangt ihr zur Weltkarte, auf der ihr Quests auswählen könnt. Ah, genau, hier ist der Einsatzort. Die Erzfeinde, die deine Brüder in Stein verwandelt haben, sind eine Macht, mit der man rechnen muss. Seid nicht zu hastig und schließt Quests ab, um so stärker zu werden und aufzusteigen. Hauptobelisk, okay. Wir haben raus hier. Hat aber ein Trainingsgelände. Ein majestätischer Berg, der über den Wolken thront. Überblickt das Trainingsgelände für neue Patapons. Die Patapons erhalten an jeder Station Belohnungen. Gib alles. Vorrücken und angreifen. Rücke mit Patapon vor. Greife mit Pon Patapon an. Lerne diese beiden Grundbefehle und finde heraus, wie weit du kommst. Empfohlen, Level 1, Belohnung, hölzerne Truhe, Level 1. Okay, mit Pon, Patapon fangen wir, also, ja. Kreis, 4, Kreis. Und die alle auswählen, oder? Ausrüstung ändern, Klassenfertigkeiten, bla bla. Und legen erstmal los, ne? Heute ruhen wir... Keine Ahnung, was dort sind. Patapon in der Mitte. Patapon marschiert bei jedem Patapon-Kommando voran. Patapon bleibt bei jeder Attacke mit Patapon an Ort und Stelle. Passe Distanz der Armee zum Feind an, indem du Patapons Position beobachtest. Okay. Mal sehen, wie weit du marschieren kannst, bevor die Zeit abläuft. Bereit machen. Bye.
So, was war das hier nicht Schönes? Eine wunderbar geschnitzte Holztruhe mit Eisumhang. Oh, okay. Komm Eis mit. Hallo? Ah. Eis, okay. Und noch ein Eisschild. Sehr schön. Was ist das hier? Also schon mal wieder Zeug, okay. Alles klar. Kurven angreifen, Spielzeugtunnel 10. Okay. Okay, passt. Denk an die Ausrüstung. Ausrüstung verbessert Statistik und Aussehen deiner Armee. Rüste dich mit Speeren, Helmen und anderen Dingen aus. Verbessere mit der Schmiede Ausrüstungen und Statistik. Optimieren verteilt die beste Ausrüstung. Brennt das? Eine Schmiede? Schmiedet magische Waffen, um aufzusteigen. Was denn sonst? Oh, was kann man da Schönes machen? Magisches Schwert. Was kann man das Schönes verbessern? Boah. Was kann man machen, ne? Diese grüne Balge zeigt an, wie voll es ist oder was? Nee. Nee, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es aussieht. Abwehrspeer. Flammenbogen. Flammenbogen. Die neue Eishelm und Schild und so. Brauche ich auch noch verbessern, wo steht eigentlich. Okay. So, wir machen jetzt weiter. Arsenal. Team Totem. Ratten. Schönes Wetter, Entwarnung an der Front. Obelisk. Das ist aber noch jetzt noch eins hinkriege. Paderborn Trainingsgelände. Verteidigungstraining. Verteidige dich tapfer mit dem Chaka Chaka Paderborn. Also was ist Chaka Chaka? Okay. Ich sage, das machen wir noch kurz, oder? Optimieren wir einfach mal alles, ne? So, Start. Okay. Was ist Chaka Chaka? Heute ruhen wir. Schon wieder nicht lese, was da drin stand noch. Level steigern. Besiege Feinde, finde Gegenstände und absolviere zu deiner Stufe passende Quests, um möglichst viele Erfahrungen zu sammeln. Erfahrung ist die einfachste Möglichkeit, stärker zu werden. Sogar im Trainingsübung kann Erfahrung gesammelt werden. Verteidige, bis die Zeit abläuft. Okay. Chaka, chaka, chaka. Nee, chaka, chaka, patatan. Dreieck, dreieck, vierieck, dreieck. Okay. Bereit machen. Ich bin Mahat, oder? Erste Welle geschafft. Glückwunsch. Versuche die schwierigere zweite Herausforderung, um die Veteranenklasse Level 3 zu erreichen. Pon Pon Patapon, zweite Welle versuchen. Pon 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 Patapon Pata beenden.
würde sagen, was geht hier? Ich würde sagen, wir versuchen es, aber ich tue schon mal mich verabschiede. Was pam pam patapam. Ich sage, ihr habt gesehen, was auf euch zukommt, wenn ihr das rumladet, und ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Nein, gescheitert. Okay. Mit diesen traurigen Bildern würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Es war ist auf jeden Fall. Ja, es ist viel Abwechslung in diesem Monat in der PS Plus Spiele auf jeden Fall vorhanden. Wobei wir haben jetzt ja Rhythmusspiele, zwei Stück, also eins ein Ballerspiel eher, ein Space Ballerspiel, ein Rhythmusballerspiel, ein 50-Shooter-mäßiges Spiel. Dann Yakuza, was ein bisschen arg aus der Reihe fällt, finde ich. Aber natürlich die meiste auf jeden Fall das Spiel den Monat sein wird, und noch so ein Knobelspiel mit diesen Tricky Towers oder wie es hieß, weiß ich nicht mehr. Naja, sagt schon viel drüber aus. Es könnte besser sein diesen Monat, die Spiele. Da fand ich letzten Monat doch um einiges besser, die Spiele, und die Monate vor eigentlich auch schon. Aber Patapon auf jeden Fall cooles Teil. Also es kann man auf jeden Fall, wenn man eine PS Vita oder eine PSP sogar noch hat oder ein besseres TV-Gerät, auf jeden Fall mal runter, auf jeden Fall mal ausprobieren. Es wird noch richtig schön knackig und macht aber echt richtig süchtig, ey. Wie gesagt, ich auch cool so unterwegs eigentlich, mit Kopfhörer auf, in der S-Bahn oder sowas, kann man das gut mal spielen, finde ich. Okay, dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und wir sehen uns einfach spätestens nächsten Monat, wenn die Spiele für den September raus sind. Ansonsten hoffe ich, ich sehe schon ein bisschen früher in anderen Videos. Bis dahin, danke fürs Zusehen und adieu.